Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. In den gestrigen Livestream wurde mir von der Colt einfach mal eine Idee zugeworfen. Und zwar, warum machen wir nicht mal einen Roller des Monats? Was heißt das? Das heißt natürlich, ihr sendet mir über meine Kanalbeschreibung, dort wo meine E-Mail steht, eure schönsten Bilder von euren eigenen Roller und die ich dann auswählen werde, auswerten werde, welcher Roller ist der schönste für einen ganzen Monat. Wenn das natürlich recht schön angenommen wird, vielleicht können wir das sogar mal so machen, dass wir auf den schönsten Roller des Monats einen Preis verleihen. So habe ich mir das überlegt und so würde ich das vielleicht, wenn ein guter Anlauf da ist, zusehen, dass wir immer einen Preis für einen Roller des Monats dazulege. Das heißt, ein Preis für einen Roller. Nochmal richtig auszusprechen. Gut, dann würde ich sagen, seht zu, dass ihr eure, aber nur eure eigenen Roller einsinnet. Nicht vom Befreundeten oder vom Fremden, nur euer Roller zählt. Deshalb sendet mir bitte Bilder zu, wie gesagt, über meine Kanalbeschreibung. Dort steht meine E-Mail. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit anzuschreiben. Auf jeden Fall, die Möglichkeit ist da. Und ich werde heute als erstes einfach mal ein Bild, Beispiel natürlich einsetzen. Das kommt selbstverständlich sogar von der Colt, also ein Abonnenten von mir. Ihr solltet natürlich auch, wenn es geht, Abonnent sein, dass wir gucken können, welcher Abonnent hat welchen Roller. Es wäre natürlich schöner für mich und ich denke mal für diese ganze Runde, unsere ganze Community, die dabei ist, um zu sehen, wer fährt welchen Roller und hübscht sie auf oder sind sie aufgehübscht, umso mehr Möglichkeiten bestehen, dass ich vielleicht dann sage, oh, der gefällt mir gerade besonders. Als Beispiel setze ich euch das Bild von der Colt mal ein und das ist speziell sein eigener Roller und das werde ich als Frontbild nehmen. Ja, ich glaube, ich lege das mal so aus. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was alles so eintrifft, was es für Roller hergerichtete oder normale, also sprich einfach ein schöner Roller mir zugesendet wird. Also nicht der Roller, aber ein Bild wenigstens. Auf jeden Fall bin ich schon mal gespannt, was da so auf uns zukommt. Ich sage speziell uns, weil uns Abonnenten interessiert es glaube ich schon, oder euch Abonnenten interessiert es wohl schon, was hat der ein oder andere für einen Roller, auf was für eine Art für Roller oder auf Roller steht er denn überhaupt? Also deshalb, haut rein, sendet mir die Bilder und wir machen ein großes Tara, wenn es sein muss. Ich sträube mich vor nichts. Das heißt, wie gesagt, vielleicht machen wir diese Preisverlosung. Und welcher Roller für mich am schönsten ist und den ihr dann offiziell sehen könnt. Es wird anhand eines Bildes dann natürlich auch entschieden. Das Bild, was mir am besten gefällt und ich ausgewählt habe, das werde ich mir ausdrucken, verrahmen oder laminieren und das kommt dann hier bei uns mit in die Garage. Also, seht zu, haut rein, schickt mir den schönsten Roller der Welt, sage ich mal. Und
bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, dass ich vielleicht irgendwann mal geköpft werde wegen meinen ganzen Versprechern, verabschiede ich mich. Also, wie gesagt, ich setze das Bild von der Colt ein und dass ihr mal ein Beispiel habt, wie ihr auch mal ein Foto gestalten könnt. Schlicht, simpel und schön. Einfach so ausgedrückt. Viel Spaß dabei. Ich warte.